Nein. Oh, Töre. Und damit herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Ender Games auf dem Kommentar.de. Letzte Woche. Ich bin der Finnefond und ich bin endlich mal wieder in Österreich. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleines Schnitzel. Das heißt, ich kann aufnehmen. Ich war ja über die Osterferien nicht zu Hause und die ganzen Videos waren vorproduziert. Ja, ich habe mir gedacht, wir spielen mal wieder Ender Games, weil Ender Games gerade ist eine lange Ewigkeit nicht mehr auf meinem Kanal. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal ein Diamantschwert. Das ist natürlich optimal. Den haben wir. Perfekt. Der hat auch ziemlich gute Rüstung gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch alles sagen wollte. Dass ich vielleicht demnächst öfter streamen werde. Also so in den nächsten Tagen immer mal wieder für ein paar Stunden. Und den haben wir auch noch bekommen. Oh mein Gott. Wie gesagt, ich werde jetzt öfters immer mal wieder für eine kurze Zeit streamen, weil streamen macht Spaß. Wäre cool vielleicht, wenn immer mal der ein oder andere von euch dabei ist. Irgendwie ist das ja anscheinend so mit der Glocke oder so. Keine Ahnung. Wenn man die aktiviert, dann bekommt man anscheinend auf jeden Fall das mit, dass ich streame. Aber das ist ja bei YouTube zurzeit ziemlich komisch, deswegen ist mir das nicht so wichtig. Und ja, dort vorne irgendwo ist einer. 50 Blöcke, 30. Wir haben leider gerade den Speed verloren. Und das sind zwei. Ich weiß nicht, ob die sich bekämpfen. Ich hoffe es. So, und da vorne ist schon der Gegner. Hallo. Und gegen den können wir auch gut kämpfen. Sehr schön, den haben wir. Und da kommt gleich der Typ, der will abstauben natürlich. Oh Gott, der hat Schleimkit und wir sind tot. Ach Mensch, Trick ist drin. Töre. Trick, das ist ein Video. Grüße gehen raus an dich. So, und los geht's. Wir haben gleich mal ziemlich guten Loot für den Anfang, weil diese Diamanten, die sind immer perfekt, wenn man die bekommt. Und was ich dazu gleich noch sagen möchte, nochmal zu der Sache mit Trick. Trick hat zum Beispiel bei seiner Meinung geschrieben, dass er das eigentlich nicht schlimm finden würde, wenn die Community schrumpft. Nur hat er Angst, dass Ender Games ausstirbt. Ender Games ist ja ein Spielmodus, der leider nicht mehr so stark gespielt wird. Und deswegen wäre das wahrscheinlich schon problematisch, wenn die Community zurückgehen würde. Und dort muss ich ihm schon recht geben. Für die kleinen Spielmodi ist es natürlich dann umso schlimmer, wenn ein Spiel nicht mehr so stark gespielt wird. Dann könnten wir eigentlich auch gleich einmal schauen, ob hier in der Nähe ein Gegner ist. Ja, hinter mir. Dann würde ich sagen, heilen wir uns schnell einmal. Das Heilen hat ja gut geklappt. Perfekt, wir sind equipped, aber der Typ ist hinter uns her. Nein, bleib weg! Ja, bleib bloß von mir weg, das hier ist kein Spiel, komm mir nicht zu nah, es geht nicht zu viel. Ja, geht weg, perfekt. Der ist dort unten noch, Mensch, was machen die Leute unter der Erde, also wirklich? So, ein paar Hits haben wir ihm schon gegeben und er ist down, perfekt. Ich brauche auf jeden Fall das Essen, wenn ich das irgendwie bekommen würde. Nein, wir wurden getauscht. Trick hat jetzt ihr Item, du Fiesling! Oh, hinter mir schießt mich wer ab. Wir rennen, glaube ich, als erstes einmal. Oh, oh, der ist hinter uns, der ist ganz nah. Ich glaube, das wird jetzt schief gehen. Ja, wir wurden getauscht. Und, boah, manchmal habe ich Glück. Irgendwie ist die Situation ziemlich blöd, wenn man in Endercamps kein Essen hat. Nope. Nein. Und dort hinten kämpfen welche. Schaut euch das an. Den haben wir. Und dann geht es gleich wieder auf Spielersuche. Also 138 Blöcke. Ich glaube nicht, dass wir den noch rechtzeitig erreichen. Aber wir werden mal in seine Richtung gehen. So ein bisschen antörönen. Den haben wir. Perfekt. Ich meine, seine Brustplatte, die ist nämlich ziemlich gut. 8 Dias, das könnten wir auch noch gebrauchen. Nein, geportet, verdammt, aber nicht so schlimm. Ich craft mir schnell eine Dia-Brustplatte. Nein, während dem Craften. Finofan-Pin-Fan, Töre. So, wir sind jetzt in der finalen Runde und ich hoffe, dass die jetzt funktioniert, weil ich nehme jetzt schon eine halbe Stunde auf. Und wenn nicht, naja, dann muss ich diese Aufnahme leider abbrechen. Danach kann ich leider nicht weiterspielen, weil sonst werdet ihr das Video vielleicht nie sehen, weil das muss ich ja alles zusammenschneiden und das ist ziemlich doof. Und los geht's. Eine Enderperle, also da war jetzt überhaupt nichts Gutes drin. 5 Eisen, das ist sehr gut. Und noch 2 Dias, perfekt. Dann können wir gleich mal zusammen craften. Und 28 Blöcke entfernt ist ein Spieler, da gehen wir gleich mal hin. Der ist über uns, glaube ich. Und hier ist ein Torspieler. Och nö. Die sind so doof. Ich renn das jetzt einfach weg. Nein. Oh!
Den haben wir gecleant. Perfekt, der hat eine Dia-Brust gehabt und eine Dia- und eine Eisenhose. Wie cool. So, dann gehen wir gleich mal zu dem nächsten Spiel da. Weil mit diesen Items haben wir echt gute Chancen. So, dem geben wir ein paar Hits. Den haben wir auch noch. Und die Dia-Hose hätte ich noch gern. Oh, da kommt der Clean. Nein! Wir haben noch den Gäbel essen können. Oh, say what? Wir wurden getauscht. Mann, ich habe diesmal echt Glück. Schieß, wie knapp hier. So, wir wurden getauscht mit der Adria. Das, die ist jetzt wahrscheinlich dort unten, wo wir gerade erst waren. Aber ich zitter noch ein bisschen. Dort oben ist einer. Ah, der hat auch Tor. Okay, Mann! Naja, wir sind tot. Das war wahrscheinlich zu viel Glück, das wir hatten. Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt mit einem kräftigen Türe.